Ja, dann schreiben wir mal die Definition von den relevanten Objekten hin. Also erstmal schreibe ich nochmal genauer hin, was meine ich mit so einer Kurve. Und oft, ja, nennen wir das dann auch eine parametrisierte Kurve, aber typischerweise lasse ich das parametrisiert dann auch weg, weil das ist dann eigentlich klar. Gut, okay, also ich nehme mal an, wir gehen ins Höherdimensionale, also mindestens ins Zweidimensionale, sonst ist das nicht so interessant. Und dann gucke ich mir halt so eine Abbildung vom Intervall an und das nenne ich dann eine Kurve oder präziser eine parametrisierte Kurve. Also eine parametrisierte Kurve. Also das ist das, was ich hier definiere, und zwar im R hoch n. Ja, was ist das? Das ist eine Abbildung, und natürlich unsere Abbildungen sollen immer stetig sein. Nicht, weil sonst würde ich ja irgendwie eine Kurve durchlaufen, zack, und dann würde ich irgendeinen Sprung machen und einfach an einer anderen Stelle weitermachen. Aber no normalerweise unsere Kurven sollen ja zusammenhängend sein. Also das setzen wir immer voraus. Das sind die einzigen Kurven, die uns interessieren. Also sowas ist eine stetige Abbildung. Nicht, von R nach R hoch n, die nenne ich typischerweise Gamma, und die muss nicht auf ganz R definiert sein, sondern die ist halt, sagen wir, auf dem Intervall definiert. Also das Intervall ist typischerweise ein kompaktes Intervall oder ein endliches Intervall. Es kann natürlich offen oder halboffen sein, aber im Prinzip kann ich also auch ganz R zulassen. Nicht? Also ich kann quasi die parametrisierende Menge kann auch von minus unendlich bis plus unendlich gehen. Ja, aber typischerweise werden wir natürlich uns Zeiten vorstellen, wo sagen wir, ich starte bei 0 und gehe dann bis zur Zeit 1 und dann durchlaufe ich halt eine Kurve. Aber das ist hier ziemlich offen gelassen, was das alles sein kann. Gut, also es ist eine Abbildung von i in den r hoch n, eine stetige Abbildung. Wobei, wie gesagt, das i ein Intervall in r ist. Ja, und natürlich als Abbildung in R hoch n kann ich das Ganze auch in seinen Komponenten hinschreiben. Also eine Funktion in den R hoch n ist ja nichts anderes als eine Sammlung von n reellen Funktionen. Von n Funktionen, die einfach nur in den R gehen. Ja, also das Gamma von t kann ich natürlich als schreiben, als ein Vektor im R hoch n, und ich will es jetzt wirklich als Spaltenvektor schreiben. Der halt die Komponenten Gamma 1 von t bis Gamma n von t hat. Nicht? Und diese Gamma i von t, das sind jetzt einfach normale Funktionen von r nach r oder von i nach r. Also wobei das Gamma, sagen wir Gamma k, das geht halt von i nach r. Na, und wir wissen natürlich schon, dass die Stetigkeit von dieser Funktion Gamma in den R hoch n ist nichts anderes als die Stetigkeit von all diesen Funktionen hier. Ja, das haben wir das letzte Mal ja verstanden. Gut. Okay, und natürlich, was uns vielleicht am meisten interessiert, ist das Objekt, das wir im R hoch n kriegen, wenn wir diese Funktion quasi auf all ihre Argumente anwenden. Also ist das quasi das Bild. Und das Bild nennt man in dem Zusammenhang dann auch oft die Spur. Das ist die Spur der Kurve. Also es ist wirklich die Spur, wenn ich das Ding durchlaufe. Also das, was ich im R hoch n von der Kurve sehe. Ja, aber das ist nichts anderes als ein Name für das Bild. Also das Bild von Gamma. Nicht? Und das Bild, das sind ja einfach alle Werte, die angenommen werden unter Gamma. Nicht? Also schreiben wir es mal hin. Bild von Gamma. Das ist nach Definition. Das sind einfach die Punkte im R hoch n, die halt als Bild von meiner Funktion Gamma auftauchen, die also von der Form Gamma von t sind für ein t in i. Gut, und das eine hier muss nicht eindeutig sein, es kann ruhig mehrere geben, weil wir setzen ja nicht unbedingt voraus, dass unsere Funktion Gamma wirklich injektiv ist. Na, das heißt, in dem Kreis, wo ich hier zweimal rumlaufe, na, da taucht natürlich jeder Punkt hier, der taucht zweimal als Bild von irgendwas auf. Aber das Bild ist halt einfach nur der Kreis selber. Also das Bild vergisst eigentlich, wie ich ihn durchlaufen habe, sondern guckt sich nur das geometrische Objekt an. Und das nennt man dann, also in dem Zusammenhang von Kurven, nennt man das dann auch die Spur der Kurve. Die Spur. Ja, also die Kurve ist sozusagen immer unsere parametrisierte Kurve.
Also das ist so die Information über das geometrische Objekt plus die Parametrisierung. Wie laufe ich da durch? Während die Spur, die vergisst die Parametrisierung und guckt sich nur das geometrische Objekt an. Gut, aber das ist einfach nur Notation. Ja, und jetzt typischerweise die Funktion, okay, die wir betrachten, stetig ist natürlich gut, aber für interessante Sachen oder oft ist es halt so, dass die Funktionen auch differenzierbar sein sollen oder vielleicht sogar noch besser stetig differenzierbar. Und für Funktionen von r nach r hoch n wissen wir eigentlich auch, was das heißt oder was das heißen sollte, dass nämlich einfach all diese Komponentenfunktionen diese Eigenschaft haben. Also wir müssen jetzt nicht groß drüber reden oder eine Theorie entwickeln, wann ist sowas differenzierbar, wann ist es stetig differenzierbar, weil es ist nichts anderes, als dass all diese Komponentenfunktionen diese Eigenschaft haben. Ja, oder das definieren wir jetzt einfach so, weil selbst wenn wir das irgendwie von Grund auf neu entwickeln würden, im Endeffekt würden wir genau auf diese Tatsache stoßen. Also wir sagen, so eine Kurve, Gamma, die also von i nach r hoch n geht, die nennen wir differenzierbar oder vielleicht auch stetig differenzierbar. Also stetig differenzierbar heißt ja, dass die Ableitung als Funktion, dass die selber nochmal stetig ist. Das ist stärker als nur differenzierbar. Und da hatten wir ja schon im letzten Semester gesehen, dass für viele Sätze oder so, das eigentlich die gute Voraussetzung ist. Okay, also das, und das hat man dann natürlich auch typischerweise. Also wir sagen, das Ding ist stetig differenzierbar oder differenzierbar, je nachdem. Also ich definiere hier quasi beides. Falls das halt für ihre Komponentenfunktionen gilt. Also falls all ihre Komponentenfunktionen, nicht, also diese Gamma 1 bis Gamma n, falls die halt alle, je nachdem, also wenn ich hier differenzierbar definiere, dann müssen die halt alle differenzierbar sein. Und wenn ich hier stetig differenzierbar definieren will, dann müssen die Komponentenfunktionen alle stetig differenzierbar sein. Also falls all ihre Komponentenfunktionen genau die gleiche Eigenschaft haben, nämlich stetig differenzierbar oder einfach nur differenzierbar zu sein. Ja, nicht? Und für die Funktion, das sind Funktionen von r nach r, da wissen wir natürlich, was differenzierbar und was stetig heißt, stetig differenzierbar heißt. Gut, und wenn ich dann natürlich in so einer Situation bin, dann kann ich natürlich die Ableitung von den Komponentenfunktionen nehmen und dann sagen wir, der Vektor, der aus all diesen Ableitungen besteht, ist dann natürlich die Ableitung von meinem Gamma von t, von der Kurve. Nicht? Also in so einem Fall setzen wir dann halt das Gamma-Strich von t, die Ableitung von dieser vektorwertigen Funktion, einfach als den Vektor, der aus all den Ableitungen von den Komponenten besteht. Also Gamma 1 Strich von t bis Gamma n Strich von t. Genau, gut, okay.